Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Wir spielen heute unser nächstes Online-Game an diesem Donnerstag. Morgen gibt es dann gleich Game Nummer 2 hinterher. Am Dienstag haben wir uns Fernando Morientes gebaut. Bin super gespannt, wie sich der macht. Aber das ist nicht der einzige Neuzugang. Daniel Carvajal ist auch wieder da. Der ist übrigens tatsächlich schwächer eigentlich in diesen Main-Stats als Meunier. Problem ist aber, dass er in allen anderen Stats hinten raus deutlich besser ist. Alfonso Davies ist wieder in der Mannschaft mit dabei. Freut mich super. Muss jetzt schauen, ob dem sein Trikotnummer stimmt. Jawohl, da passt alles. Dann würde ich sagen, let's go. Starten wir. Suchen wir uns den Gegner. Heute wieder in Rot. Mario Gomez nur auf der Bank. Das ist ungewohnt, aber ich bin super gespannt, wie sich Morientes in diese Mannschaft einbaut. Wir spielen in Rot heute. Genau. Let's go. Wie immer zwei Wochenspiele. Am Sonntag geht es dann gegen das vorgestellte Team der Woche. Gegen Leipzig VfB. Szczesny, Dumfries, Bonucci, Hernandez. Italienische Mannschaft. Kone, Keane, Cole. Ja, nicht gerade ungefährlich. Schauen wir mal. Ja, so schade ist, dass sie automatisch mit unseren Auswärtstrikots kriegen. Das ist das, was mir nicht so ganz gefällt. Vielleicht ist es aber auch mal ein Gegner, der, wie soll ich sagen, wieder dagegen halten kann. Morientes, Benzema, kein Abseits, aber auch kein Tor. Oh, der Freistoß gegen Spanier. Moise Kean. Oh, kein Foul. Bin jetzt gleich ein bisschen verwundert. Oh, schön gespielt, Ballack. Ballack! Gegen Szczesny. Cuadrado Barella. Goretzka. Morientes. Oh! Fast wie Gomez. Kriegt den Ball da nicht so hin, wie er ihn haben will. So, Mané und Gnabry im Zusammenspiel. Ballack. Goretzka. Pennt. Goretzka nicht fähig, dass er diesen Ball normal annimmt. Alfonso Davies schon wieder am schön spielen. Bin ich ja nicht so ein Fan von. Morientes in die Beine des Verteidigers rein. Mané und Gnabry. Oh Mané, das war nix. Ich krieg Goretzka nicht. Dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann wird es gleich viel schwieriger. Gegner ist durch und Neuer easy going. Weißt du, jetzt holt er wieder so ein Ding raus. Das letzte Mal schafft das gerade so, dass er einen Ball hält, der wirklich gerade auf ihn zufliegt. Zurück zu alter Stärke anscheinend. Boah, Alter. Dumfries. Innenverteidiger. Oh. Cuadrado, Mané. Benzema, Ballack. Oh Gott im Himmel.
gut abgelaufen, Dumfries. Weiß nicht, was Goretzka da wieder macht. Gesund sieht's nicht aus. Manchmal ein bisschen lost, Dumfries. Da draußen gegen Gnabry unterwegs. Gnabry, Mané! Mané! Oh! Chesney, Alter. Gib mir das auf den Sack. Oh, Baller kriegt den Ball nicht. Schön hinterlaufen. Keane, Neuer. Wird wieder ganz anders unterwegs. Rüdiger. Gnabry für Carvajal. Orientes, da kommt keiner mit. Goretzka, Alter, das kann ja nicht wahr sein. Echt nicht. Ich verstehe Goretzka manchmal nicht. Manche Aktionen sind so unverständlich, die der Mann defensiv oder Richtung Defensive raushaut. Ballack ist abgefälscht. Ballack? Nein! Oh! Kretsch nach dem Ball und kriegt ihn dann nicht. Netter Passversuch. Gemacht von Carvajal. Benzema. Dumfries ist raus. Morientes jetzt da. Durch die Mitte. Morientes. Erstes Spiel. Erstes Tor. 44. Minute. Oh, ist der wichtig. Ist der wichtig. Der tut der Seele gut. Keine Chance für unseren Gegner. Der läuft in den offenen Konter. Handspiel? Nee, Hand gibt's online nicht. Halbzeit, schade. Wir machen zu viele Chancen nicht. Wir machen zu viele Chancen nicht. Und das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Es ist richtig, richtig ärgerlich. Gnabry. 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 Eigentlich schon vorbei an Bonucci. Gnabry. Chesney. Benzema 2-0. Ganz komischer Ballverlust, den er da hat bei diesem Doppelpass. Verteidiger geht nicht hin und Morientes so. Okay, danke. Benzema setzt sich dann gegen Bonucci durch. Und dann ist das ein toller Ball. Wird mal Außenrist. 2-0. So wichtig. So, so wichtig. Antonio Rüdiger. Ich muss sagen, seit Davies wieder drin ist, bisschen mehr Sicherheit. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir das gut, Mané. Oh, das muss das 3-0 sein. Sadio Mané. Cole. Cole, da kommt Carvajal dazu. Und dafür Elfmeter zu geht, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Aber es passt zu Goretzkas Spiel. Es passt leider zu Goretzkas Spiel. Bonucci gegen Neuer. Wechselt auf Cole. Cole gegen Neuer.
Schall. Anschlusstreffer. Goretzka verschuldet unnötig hier das erste Tor unseres Gegners. Boah. Moriente ist Pfosten! Oh, das kann doch nicht sein. Das ist wie Gomez 2.0, ehrlich. Kein Abseits. Kein Abseits von Gnabry. Morientes. Oh. Oh, wenn das. Uff, das ist eine ganz kritische Situation. Das ist eine ganz kritische Situation. Muss ich sagen, so wie es ist. Bevor ihr jetzt fragt, warum, wenn das vorhin Elfmeter war, durch Goretzka, wegen Schubsen, wegen sonst was, muss er hier auch Elfmeter geben. Weil das war im Endeffekt dieselbe Situation. Morientes will zum Schuss kommen, wird vom Ball getrennt durch einen Schubser, während er eigentlich gar keinen Ball hat. Gnabry, passt gut auf. Schön geschickt von Benzema. Morientes. Zu einfach. Mir fehlen ab und zu die wirklich aggressiven Tacklings Richtung Ball. Benzema Richtung Gnabry. Gnabry auf Carvajal. Gnabry in der Mitte durch. Gnabry. Morientes! Und wieder ist er drin. Wieder so ein unmöglicher Pass in die Mitte. Und der macht ihn. 66. Minute. Fernando Morientes. Boah, schön gespielt. Oh, ich habe den Torhüter nicht rauskommen sehen. Ich habe ganz auf den Verteidiger geachtet. Kriegt ihn weiter. Carvajal sagt nee. Das ist die Chance zum Auswechseln. Morientes raus. Wir bringen Gomez, Vasquez für Alaba. Davis raus. Meunier rein. Becker für Gnabry. Nochmal mehr Tempo. Mané raus. Zaha rein. Becker. Der hat 96 Tempo. Ja, das bringt aber nichts gegen einen Hernandez. Gut, das ist Luca Hernandez, das kommt noch dazu. Oh, Cover. Das ist ein Witz. Wenn er jetzt dafür nicht, wollte ich gerade sagen, also eine Karte ist es niemals. Carvajal grätscht daneben, kriegt den Ball nicht so, wie er ihn braucht. Stark. Von Neuer. Meunier. Gegen Bonucci, gegen Cuadrado. Ja, kein guter Pass. Abseits von Becker. Becker, der passt perfekt. Geraldo Becker und jetzt wird das Spiel verlassen. Jetzt wird das Spiel verlassen. Und das ist traurig. Das ist traurig. Wenn du jetzt rausgehst, das ist echt traurig. Ja, es ist traurig. Digga, du holst ein Tor heute bis zur Vergeltung raus. Das war Spiel auf ein Tor, Junge. Das, der Cole-Elfmeter, schau mal, 4 zu 21 Schüsse. Was erwartest du denn, dass du hier 4-0 gewinnst, oder was? Erfolgreiche Pässe, 61 zu 120, Zweikämpfe 17 zu 30. Meine Defense hat wieder richtig stark gewesen, muss ich einfach mal so sagen.
Aber am Ende ist es halt einfach Morientes, der den Unterschied macht. Im richtigen Moment da gewesen, da kommt der Pass von Gnabry rein und Morientes schafft es, diesen Ball an Szczęsny vorbeizulegen. Es ist ein bisschen wie Neuer. Es ist ein bisschen wie Neuer. Szczęsny macht ein bisschen denselben Fehler wie Neuer. Er deckt das kurze Eck ab, lässt es lange völlig offen. Und da kann Morientes den Ball halt problemlos durchlegen. Und dass er natürlich bei der Mannschaft, die da draußen noch auf der Bank sitzt, in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen mehr Tempo mit reinbringen, als wir es die letzten Spiele hatten, wenn wir Leute eingewechselt haben, ist, glaube ich, auch klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao mit V, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Spiel hier bei Rivals. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund, wir sehen uns.